Wenigstens hakt es nicht mehr allzu sehr, bis auf diesen Patzer eben. Sieht aus, ey. Wenn man das in schwarz machen würde, würde das aussehen wie ein Flachbildfernseher. Das wäre eine nette Idee fürs Haus irgendwie. Oh. Kies. LTF meinte, wo Kies ist, da sind oft auch Rohstoffe. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gesagt. Tut mir leid, wenn ich mich mal ab und an wiederhole. Passiert. Ich habe nicht ständig meine ganzen Let's Plays auswendig im Kopf. Deswegen müsst ihr mir mal verzeihen, falls ich mich mal wiederhole. Ich gucke mir die auch nicht 8 Millionen Mal an. Ein Grund, warum teilweise auch Fehler drin sind. Ich habe zum Beispiel mal ein Video irgendwie zweimal dasselbe reingeschnitten. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Wirklich nicht. Also ich habe ein Video quasi zweimal reingemacht. Da war dann irgendwo Pause. Und dann habe ich das nochmal reingemacht statt ein neues. Irgendwie, ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung. Ich dachte eigentlich, ich hätte dreimal nachgeguckt. War scheinbar nicht so der Fall. Ich hoffe, ich buddel jetzt nichts aus. Gut. Was nicht sein muss. Die Schaufeln gehen, finde ich, immer sehr, sehr schnell kaputt. Was daran liegt, dass man sie sehr schnell benutzen kann, würde ich mal sagen, ganz schlichtweg. Wie gesagt, ich bin nur vorsichtig. Aufgrund meiner selbst, also im Interesse meiner Selbsterhaltung, bin ich so scharf darauf abzukratzen. Ich habe zwar nichts dagegen, ich bin auch nicht so, oh Scheiße, ich mag das Spiel jetzt nicht mehr. Aber muss nicht sein, muss nicht unbedingt sein. Aber ganz ehrlich, ich werde auch auf jeden Fall noch eine Nacht, also so eine Art Event, seht Kimiko mal im Sterben zu. Ich werde eine Nacht machen, vielleicht hart, vielleicht normal. Mal gucken, vielleicht fange ich auch mit normal an und mache dann hart, einfach nur so als kleinen Test. Und werde mich halt quasi draußen rumprügeln mit Zombies. Stelle ich mir auf gewisse Weise recht witzig vor. Vor allem für euch. Redstone. Die Spinne eben, oder vor, was heißt eben die Spinne, vorhin ist es ja nur schon. Ich spiele das ja im Moment alles an einem Stück durch. Die war sowieso schon wieder das Größte. Bei Spinnen erschreckt mich gar nicht, dass sie kommen, sondern einfach nur ihre Aussehen. Ich finde Spinnen so eklig. Okay, noch ist nichts da. Bau doch mal den Redstone ab. Hä? Ach ja. Für blöde, für ganz doofe Moment. Deswegen habe ich die ja mitgenommen. Geht ja nur mit Eisen. Thanks a lot. Ja, deswegen baue ich nicht so gerne Redstone ab. Oh, noch mehr Redstone. Yippie. Jetzt pass auf, jetzt kommt da Lava und dann... Ich bin schon in Alarmbereitschaft. Keine Lust, keine Lust. Muss nicht sein. Ja, irgendwo, wo es gerade passt. Ich freue mich ja so dermaßen, wenn ich eine scheiß dämliche Diamantspitzhacke habe. Ich habe die Fresse gerade so voll... Dieses Höllen-Special mache ich jetzt auch quasi nur, um euch mal ein bisschen Abwechslung zu bieten, da ihr, wie gesagt, ständig nörgelt, was jetzt gar nicht böse gemeint ist, aber ihr nörgelt ja ständig, dass ich ein bisschen mehr graben soll und was weiß ich nicht alles. Ich werde euch das quasi, so dieses Höllen-Event machen. Also nicht Event, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann möchte ich bitte in Ruhe bauen. Dann habe ich euch mal was Gutes getan, dann könnt ihr mir mal meinen Spaß lassen. Und nein, ich gehe nicht in Peaceful in die Hölle. Das wäre dann wiederum irgendwie so ein bisschen arg albern. Ich meine, ich gehe hin, Peaceful, aber nur, wenn ich Materialien brauche. In erster Linie gehe ich dann aber erstmal nicht hin wegen Materialien, sondern einfach nur, um zu sterben, wenn man es so möchte. Denn einen anderen Grund gibt es ja eigentlich nicht, in die Hölle zu gehen, würde ich mal sagen.
Also um zu fighten, wenn man es so will. Der gewisse Gruselfaktor, wie gesagt, der in diesem Spiel für mich irgendwie nicht so besteht. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe schon so viel zugesehen und die alle Hilfegeräusche und ich meine, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch mal erschreckt, aber ich beschwere mich auch gar nicht über die Leute. Ich kann das nachvollziehen, aber ich habe das in diesem Spiel einfach nicht. Aber dafür bin ich in anderen Spielen so total am Abkratzen quasi. Also, dass ich noch keine grauen Haare von manchen Spielen bekommen habe, ist eigentlich ein Wunder. Mein also ein Spiel, was ich niemals spielen könnte, gruselmäßig, ist Clock Tower 2 und 1. Der dritte, der ist zum Beispiel arschlahm. Den mag ich überhaupt nicht. Der ist ja wirklich so grützlahm. Aber Clock Tower 2, ich habe damit mal angefangen. Es ist gut eine Weile her, aber ach du Scheiße. Ja, das fängt damit an. Keine Ahnung, du bist in einem als Reporterin. Du kannst zwei verschiedene Charaktere spielen. Ist auch völlig wurscht. Ich will jetzt gar nicht so riesen Werbung für das Spiel machen. Aber ja, du bist da und übernachtest da und kaum geht's Licht aus. Ich denke, ach nö, kein Licht aus. Ja, und was passiert? Es klopft an der Tür. Oh, klasse, wer ist denn an der Tür? Gehst du hin? Ich denke, ach scheiße, nö, bitte. Guckst du raus? Ah, ist nur ein Schwarzer. Ich meine, das soll jetzt nicht rassistisch gemeint sein, aber es ist halt nur so ein Kerl. Kennt mich nicht und ich denke, gut, sieht nicht nach dem Kerl aus. Ich habe den ja schon auf der Packung gesehen. Ich denke, gut, machst ihn auf. Er kommt rein, taumelt schon, kippt um. Und auf einmal geht die Musik los. Und dann guckst du von der Sicht des Spielers in die Dunkelheit quasi, wo die Tür offen ist. Und dann hörst du schon Sching, Sching, Sching mit der Schere ankommen. Oh mein Gott, ich habe so die Krise gekriegt. Ich habe sofort ausgemacht, meine Schwester auch so, mach aus, mach aus, mach aus. Das ging überhaupt nicht mehr. Also ich weiß nicht, ich kann dieses, jeder andere lacht. Ich hatte auch einen Kollegen, der hat das mal angespielt, der hat sich wirklich totgelacht darüber, wie der Typ irgendwie so einen Polizisten von hinten total schnell abstich. Ich habe mich voll erschrocken und er lacht sich voll ein ab darüber. Ich kann es nicht nachvollziehen, oh mein Gott. Also ich habe mich da total zugeschissen und er lacht, na gut. Oh Mann, oh Mann. Oh, herrlich. Ja, solche Spiele, ich weiß nicht, also Horrorspiele, es müssen meiner Meinung nach nicht unbedingt sein. Ich spiele lieber andere Dinge. Es müssen, wie gesagt, absolut überhaupt nicht Horrorspiele sein. Silent Hill gucke ich, also ich liebe Horrorspiele zuzugucken. Irgendwie, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nachts teilweise nicht pennen, aber ich gucke so gern zu. Ich weiß auch nicht warum. Das habe ich schon seit Kind so gern gemacht. Totale Albträume bekommen und trotzdem so gern zugeguckt. Wurscht. Also Silent Hill, da könnte ich die Krise kriegen. Gerade so Sachen, wo du in der Dunkelheit rumrennen musst, weil du jetzt nichts siehst, wenn du. Oh, nee. Also, das ist scheiße. Das würde ich nicht machen wollen. Boah, ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich jetzt so ein bisschen privat quatsche. Ich meine, im Moment ist ja nun, ich meine, ich tue hier nichts anderes als Steine verprügeln und ausrotten. Deswegen sehe ich das jetzt nicht so schlimm an. Wenn es euch nervt, sagt bitte Bescheid. Und wie gesagt, wundert euch nicht, dass ich jetzt nicht mehr tiefbuddel. Ihr seht, es ist verdammt nochmal Obsidian oder wie das Zeug heißt. Irgendwie nennt das jeder anders. Also ich bin der Meinung, so, also einer hat Obsidium gesagt, einer, keine Ahnung, was da alles rauskam. Ich nenne es irgendwie Obsidian, weil ich der Meinung bin, es ist einfach damals falsch gesprochen worden. Ihr könnt mich gern verbessern, obwohl, wenn ihr das seht, dann weiß ich das wahrscheinlich eh schon. Ist aber auch egal. Och Mensch, Diamant, ey, ehrlich. Es ist zum Kotzen hier. Ich muss doch mal irgendwann auf Diamant stoßen. Da, ich komme nicht mehr groß nach unten. Und hier unten ist auch nichts. Nö. Absolutely nothing. What is it good for? Nee, nee, lieber zumachen. Nicht wegen Zombies, ich habe nur keinen Bock reinzufallen. Ist doof. Ah, Diamant, Diamant, schlief. Oder irgendwas, wenn es wenigstens Gold wäre. Ich habe zwar keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber.
Alles ist besser als Redstone. Redstone bringt mir nichts. Redstone bringt mir nichts. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wozu Redstone gut ist. Weil ich mich schlichtweg noch nicht danach erkundigt habe. Weil es mich im Moment, wie gesagt, einfach nicht interessiert. Wenn ich, man kann wohl Mechanismen, glaube ich, damit auslösen. Aber mein Gott, wozu? Ich meine, ich könnte jetzt zig Türen oder was auch, obwohl das bringt auch nichts. Wenn ich Fallen bauen will oder so, dann, Alter, dann baue ich mir eine verdammt fette Lavafalle, locke Zombies an und lach mir einen Ast oben, wenn die abkacken, aber jetzt sowas anderes. Ich hoffe ja, dass ich den Rückweg überhaupt nochmal finde. Schon wieder Redstone. Wenn ich so viel Diamant finden würde wie Redstone, dann wäre ich echt happy. Dam di dam di dam. Ja, noch mehr Redstone. Yippie. Noch mehr Wegblockierer. Das Ganze ist einzig wirklich Gute an diesem ganzen Kram, obwohl ich theoretisch nichts finde. Ich farme immerhin Steine. Denn ich will ja noch alles Mögliche bauen. Brücken, Schlösser, Häuser, Gärten, Baumhäuser, obwohl ich die nicht mit Stein machen, bauen werde. Aber im Großen und Ganzen lohnt es sich schon. Also es ist jetzt nicht völlige Zeitverschwendung, was ich hier mache. Es ist natürlich schade, dass ich es nicht finde. Denn ich bin selber ziemlich neugierig auf die Hölle. Ich habe mir schon 500 Mal überlegt, ja, guckst du es dir jetzt an oder nicht? Also das Tor habe ich schon gesehen. Das war aber keine Absicht. Ich habe eigentlich nur, ja, ihr seht das ja selber. Wenn ich zum Beispiel ein Video von mir hochstelle, dann kommen ja noch zig andere Begriffe mit Minecraft. Und irgendwo war dann halt mal was dabei. Da habe ich mir einfach nur ein anderes Haus oder so angeguckt. Ja, und daneben war dann quasi hier das Tor zur Hölle. Also ne, ein Video. The Door to Hell oder was auch immer. Ja, und da war dann gleich ein fettes Bild von diesem Teil da drin. Also das ist wirklich nur so ein ganz minimales Tor, was wo... Also ganz ehrlich, es sieht irgendwie aus wie so ein Mini-Dark-Portal. Ich bin WoW geschädigt, ich gebe es zu. Und naja... Ob es von der anderen Seite auch gepimpt ist. Das fand ich bei WoW immer so geil. Man geht durch eigentlich so ein furzkleines Tor, geht auf der anderen Seite raus, guckt erstmal und dann denkt sich, was zum Geier? Bin ich geschrumpft oder ist das Tor größer geworden? Das ist wirklich ziemlich witzig. Ich halte, wie gesagt, einen gewissen... Entschuldigung. Sicherheitsabstand. Dieses Gehickse kann ich leider nicht irgendwie steuern oder kontrollieren. Tut mir leid, wenn ich das mache und es euch nervt. Mein Zwerchfell hat einfach keinen großen Bock im Moment. Och, Mensch. Wenn mir die letzte Fackel ausgeht, dann hau ich aber auch erstmal ab. Dann werde ich erstmal... Ach, Menno. Obwohl ich jetzt wirklich schon mal ganz gerne machen würde. Ich will jetzt endlich mal Diamant finden. LTF, der ist ja auf andere Art und Weise total bekloppt. Der hat jetzt schon 3, 4, 5 Mal Diamant gefunden und... Hat es einfach nicht hingekriegt, das Zeug lebend rauszukriegen, ey. Ich meine, der hat es wenigstens. Aber wie zum Geier macht er das bloß? Anstatt, dass er sich hier so einen Gang baut, auf dem man nicht sterben kann? Nein. So ein 3x3-Feld, wo er beim geringsten Ding sofort... Gold, juhu, Gold, toll. Aber immerhin, ich habe ja gesagt, wenigstens Gold. Ja, jetzt finden wir alles außer Diamant. Genial. Frei nach dem Motto, du kannst uns mal. Ich glaube, ich buddel jetzt mal nach links weiter. Oder nach rechts.